So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Onkel Rocky on Tour auf den Bahamas. Ja, wir sind endlich angekommen und in meinem letzten Video haben wir ja so Stunden und Nächte durchgezogen, um uns endlich auf unseren wohlverdienten Urlaub zu freuen. Wir waren ja, über Silvester waren wir ja bei Freunden. Den Micha, die Corinna und die Aileen und natürlich auch der Alex, beziehungsweise natürlich auch die Mom von Corinna und Michael, die Hanne. Die Hanne grüße ich natürlich auf diesem Wege hier auch nochmal ganz, ganz herzlich. Ich denke nochmal, die Corinna wird das Video vielleicht eventuell ihre Mom nochmal nachreichen. Also auch nochmal liebe Grüße. Ja, wir sind natürlich so ein bisschen in der Wurst, in der Pelle, wie man so schön sagt, total fertig. Wir haben natürlich nicht nur die Nächte durchgezogen mit Kofferpacken und anschließend eine hammergeile Silvesterparty mit den üblichen Verdächtigen gerissen, beziehungsweise sind wir ja dann auch nach Düsseldorf gefahren zum Airport, um dann eben halt den knapp 9 Stunden Flug nach Miami über uns ergehen zu lassen. Dort sind wir dann auch endlich angekommen. Das war alles sehr, sehr pünktlich. Also in Düsseldorf mit dem Check-in und auch mit dem Koffer aufgeben, so wie das Chaos jetzt auf Mallorca gewesen war im Jahr 2016. Das hatten wir nicht gehabt, wo wir ja den Flieger verpasst haben. Nein, war alles pünktlich da und hat wunderbar geklappt. Und die Maschine war auch nicht ganz so ganz so ausgebucht, wie vielleicht am Anfang vermutet, so dass man dann eventuell auch mal den einen oder anderen Platz wechseln konnte, um vielleicht mal das linke Bein aus dem Fenster zu halten, eventuell nach ein paar Stunden vielleicht auch mal das rechte Bein aus dem Fenster zu halten. Also war ganz angenehm. Wie gesagt, der Flug war eigentlich ziemlich schnell. Ich habe mir das ein bisschen länger vorgestellt. Man hat natürlich versucht, dass kennt ihr vielleicht selber, wenn ihr solche Langstreckenflüge macht, haben wir das Beste draus gemacht, mit Filmen geguckt, die uns von Air Berlin angeboten worden sind, Musik gehört, in Zeitung geblättert, einfach mal aufgestanden, den Gang rauf und runter gelatscht, um mal ein bisschen die Beine zu vertreten. Also ging eigentlich alles ziemlich schnell und Chaos war ein bisschen am Airport Miami. Da sind ja nun mal die Sicherheitsbestimmungen etwas höher gegeben als hier in Deutschland. Die Deutschen versuchen natürlich schon ein bisschen die Sicherheit zu pflegen. Wobei ich dann wieder sagen muss, meines Erachtens, was ich so beobachte, eigentlich immer an der falschen Stelle. Aber nun gut, das ist eben halt eine andere Geschichte. Ja, also war sehr aufwendig das Ganze, also man musste durch mehrere Kontrollen, bevor man natürlich dann endlich seinen Reisekoffer aufgeben konnte. Das war teilweise dann auch mit Sprachverständigungsschwierigkeiten versehen, weil die Amerikaner ja nun doch nicht nur das Englisch drauf haben, sondern eben halt auch diese obligatorische Kaugummisprache. Also musste man auch mal ein bisschen öfters mal nachfragen. Bei den beiden Mädels, bei meiner Mom, die ja nun mit in den Urlaub vertreten ist, beziehungsweise natürlich auch die Kimi, da ging das bei den weiblichen Mitreisenden ging das ein bisschen schneller. Bei mir hat der eine oder andere Cop doch mal ein bisschen genauer hingesehen, aufgrund wahrscheinlich auch der Auffälligkeit meiner Größe. Ich bin ja nun nicht gerade der Kleinste. Vielleicht wollte ich auch ab und zu mal in geträumter Weise schon Vorfreude auf den Urlaub vielleicht mal das ein oder andere Gesicht gezogen habe. Nicht jetzt im negativen Sinne, sondern einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, was denn, wie gesagt, die Jungs dazu verleiten lassen haben, mich dann eben halt mal 2 oder 3 Mal zu kontrollieren. Also teilweise stand ich dann da auch irgendwo in der Röhre, so mit Unterhose und hast nicht gesehen. Aber nun gut, wenn man in den Urlaub will
Und man muss einen Zwischenstopp in Amerika machen, also sprich Miami. Da muss man natürlich auch deren Regeln ein bisschen nachkommen. Und ein bisschen easy und auch eben halt ein bisschen flexibel sein. Ja, so ist das nun mal. Ja, also das hat natürlich mehrere Stunden in Anspruch genommen. Wir haben circa 4 Stunden Aufenthalt in Miami gehabt. Da habe ich auch ein paar Videos, besser gesagt ein Videostream gemacht per Aufzeichnung. Weil ich vor Ort nicht so die Zeit hatte, da jetzt eine Internetverbindung über WLAN aufzutreiben. Deswegen habe ich das dann einfach als Aufzeichnung, habe ich das dann erstmal so zusammengeschustert, das Ganze. Das muss alles noch ein bisschen bearbeitet werden, das wird aber noch eben halt für euch nochmal nachgereicht. Na, da haben wir zum Beispiel amerikanische Taxen gesehen, Feuerwehrautos, die ja nun eben halt für uns Deutsche immer, wenn wir nach Amerika rüber gucken, immer was ganz Besonderes ist, zumindest für mich. So ein Polizeiwagen und Feuerwehr und Ambulanz, also hier Krankenwagen und sowas dergleichen. Das habe ich in den kurzen Aufenthalt nach gefühlten 25 Stunden, die wir da durch den Zoll mussten, habe ich das natürlich immer mal wieder die Kamera rausgezogen. Ja, nachdem wir dann auch endlich das geschafft haben, sind wir dann auch, wie gesagt, kurz haben wir den Airport verlassen, wollte ich einfach mal so meine Füßchen mal auf amerikanischen Boden setzen wollte. Haben dann da noch mal eine geraucht. Auch das Rauchen in Amerika ist da sehr, sehr gestrickt vorgesehen. Also das ist noch ein bisschen schlimmer, als wir das eben halt in Deutschland herkennen. Ich glaube, die meisten Amerikaner oder ich sag mal zu 70-80% der amerikanischen Bevölkerung sind, glaube ich, Nichtraucher. Schon immer gewesen oder vielleicht auch als Nichtraucher geworden. Dementsprechend sind natürlich auch die Preise einer Zigarettenschachtel sehr, sehr extrem, wobei ich Informationen erhalten habe, dass die amerikanischen Zigaretten eigentlich sehr, sehr günstig sein sollen. Dem ist nicht so, also als Vergleich sage ich jetzt mal, kostet eine Schachtel Marlboro mit 20 Zigaretten drin, umgerechnet 10 Euro. Also das Doppelte, was wir in Deutschland bezahlen für eine normale Schachtel Zigaretten. Und, aber wir sind alles Raucher, also meine Mom, Kimi und meine Wenigkeit sowieso. Wir haben uns natürlich in Deutschland schon mal ein bisschen eingedeckt. Natürlich auch wieder dementsprechend, was der Zoll uns gewährt, mitnehmen zu dürfen. Na, die Stange Zigaretten mit 200 Zigaretten, jeder seine Hausmarke. Kommen wir natürlich nicht ganz hin in den Urlaub, das ist uns schon klar, aber wir haben uns natürlich ein bisschen erschrocken, dass die Preise hier in den Vereinigten Staaten eben halt ein bisschen höher sind. Ja, dann kam das Boarding, das war auch ganz lustig gewesen, die Jungs waren da sehr flexibel und auch sehr ruhig. Also das ist da nicht alles so mit Stress verbunden, wie das jetzt hier in Deutschland ist. Deutschland ist ja immer so ein Ameisenhaufen, wenn es darum geht, in den Urlaub zu reisen. Die Amerikaner sind da sehr, sehr gelassen und gucken dann vielleicht erstmal so 2-3 Mal in ihren Bordcomputer rein, ob Scotty dann soweit ist, um uns dann an Bord zu beamen. Wir sind dann von Airport Miami mit einer etwas kleineren Maschine, American Airlines, sind wir dann circa 40 Minuten vom Airport Miami dann letztendlich hier auf den Bahamas, auf den Airport Nassau gelandet. Das war ein sehr, sehr schöner Flug. Das war nachts. Wir sind ja gestern Abend gegen 21 Uhr sind wir endlich in Nassau angekommen. Wobei man sagen muss, um 18 Uhr wird das hier schlagartig dunkel. Wir haben einen Zeitunterschied von 6 Stunden im Gegensatz zu Deutschland. Also wie gesagt, wir sind gestern um 21 Uhr in Nassau angekommen. Bei euch war es dann 15 Uhr nachmittags, wenn ich in der Schule richtig aufgepasst habe. Und das war natürlich ein schöner 40-minütiger Flug, den wir mit der American Airlines verrichtet haben.
dass bei Nacht, wo ich dann auch wieder meine Kamera mal aus dem Fenster gehalten habe, hatte der Pilot natürlich nicht so gut, war ein bisschen zügig in seinen Nacken. Aber man muss das natürlich auch alles festhalten, denn das sind ja nun Aufnahmen in Bild und Ton für die Ewigkeit. Ja, die kann man sich dann immer wieder mal anschauen. Und das war natürlich ein Erlebnis, wie wir dann eben halt Miami beleuchtet von oben gesehen haben. Also da ist so eine Kleinstadt wie Hamburg, eine Großstadt wie Hamburg, natürlich ein Keks, wenn sie da alle da die Lampen anmachen. Also das war schon echt beeindruckend. Ja, der Flug war sehr angenehm. Wir haben wenig Turbulenzen gehabt. Ab und zu hat es das mal ein bisschen durchgeschüttelt. Aber wie Will Smith von Independence Day immer in gepflegter Form sagt, ups, war es natürlich sehr, sehr, sehr bescheiden. Also es gab dann natürlich mal den einen oder anderen Wackler. Aber ansonsten war das alles zu verkraften. Mit meiner Flugangst natürlich nicht zu vergessen. Ja, gestern Abend, wie gesagt, um 21 Uhr sind wir dann, wir hatten noch eine kleine Busfahrt gehabt von 15 Minuten circa vom Airport Nassau, dann letztendlich hier in unsere Hotelanlage. Die Hotelanlage, die werde ich euch natürlich auch nochmal nachreichen. Wie gesagt, wir waren gestern nur noch drauf beharrt gewesen, uns nochmal das Buffet anzuschauen, was wir dann letztendlich dann auch dann nochmal genossen haben. Haben dann nochmal den ein oder anderen Cocktail zum Abschluss getrunken. Und als wir uns dann gegenseitig mal angeschaut haben, warum sich hier fremde Leute an einen Tisch setzen, und irgendwann haben wir gemerkt, das sind wir ja alles selber, weil wir dementsprechend natürlich ausgesehen haben, haben wir dann beschlossen, uns auf die Zimmer zurückzuziehen und dann auch gleich die Äuglein zu schließen und einfach friedlich mit einem Grinsen auf unseren ersten Urlaubstag einzuschlafen. So, das haben wir heute Morgen gemacht, sind pünktlich hoch, haben, glaube ich, zumindest ich, glaube ich, 11 oder 12 Stunden durchgepennt. Ich hätte natürlich noch 24 Stunden weiter schlafen können, aber man möchte natürlich auch den Urlaub ein bisschen genießen. Und dementsprechend bin ich dann so halb taub aus dem Bett gesprungen. Das Erste, was ich natürlich gemacht habe, das war die Balkontür aufgerissen. Und wir haben einen gigantischen Blick aufs Meer, die ersten Palmen gesehen, die Liegestühle waren auch schon bereitgestellt. Es weht jetzt momentan so ein lauer Wind. Wir haben einen Mix aus Wolken und Sonne und natürlich auch so ein paar Flecken mit blauem Himmel. Also alles ganz easy, so für den ersten Urlaubstag finde ich das eigentlich ganz angenehm. Temperatur haben wir jetzt im Moment, wo ich gerade von der Rezeption wieder zurückgekommen bin, Außentemperatur 27 Grad. Das war allerdings draußen vor der Rezeption, wo es sehr, sehr windstill ist. Und ich denke mir mal, wenn wir jetzt noch mal ein paar Grad abziehen, würde ich sagen, so 25, 26 Grad hier am Strand, am Meer. Ja, Wassertemperatur kann ich euch im Moment noch nicht sagen, weil ich da meine Zehennägel noch nicht reingelegt habe. Aber auch das werde ich natürlich in den nächsten Tagen für euch natürlich nachholen. Genauso wie auch den Pool von der Wassertemperatur her, beziehungsweise auch die komplette Hotelanlage werde ich euch natürlich auch in Bild und Ton übermitteln. Ja, die beiden Mädels, die sind jetzt an der Bar und trinken da jetzt gekühlte Cocktails. Ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen aufs Zimmer verzogen, um mich ein bisschen frisch zu machen, weil, wie gesagt, der Flug und die ganzen Stunden, die wir eben halt wach gewesen waren, die haben auch mich ein bisschen zum Wackeln gebracht. Ja, wie gesagt, in meinem nächsten Stream werde ich euch mal eine kleine Fotosafari präsentieren. Wie gesagt, mit einem Blick, was es alles hier auf dieser Hotelanlage gibt. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten.
Wie das mit dem Livestream ist, da muss ich mich erstmal ein bisschen schlau machen. Also soweit ich mitbekommen habe, haben wir WLAN auf der kompletten Hotelanlage. Aber aus Erfahrungen von früher weiß ich, dass immer nur drei Leute unten im Keller von der Hotelanlage auf dem Fahrrad sitzen und der eine oder der andere eben halt nicht immer so schnell mit den Beinen zu Fuß ist, um eben halt die Bambusleitung hier so zu gewährleisten, wie man das eben halt aus Deutschland her kennt. Deswegen bin ich jetzt noch ein bisschen überfragt, ob das mit der Live-Übertragung von hier, von den Bahamas zu euch nach Hause, alles so klappt, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Aber wir testen das alles mal. Ansonsten kann ich euch jetzt schon sagen, werde ich das Ganze eben halt per Aufzeichnung aufnehmen und dann auch sofort für euch zur Verfügung stellen. Ja, das muss alles noch ein bisschen getestet werden. Ja, das war jetzt einfach mal so eine kleine Erzählung, wie das alles so abgelaufen ist. Hat alles super geklappt. Und wie gesagt, bis auf den Airport Miami, wo wir da wirklich ein bisschen Geduld und ein bisschen sehr viel Zeit mitbringen mussten, war das alles ganz easy und alles wunderbar und prächtig. Also so wie man immer sagt, Amerika ist am A-Punkt der Welt. Dem ist nicht so, wenn man weiß, wie man sich zu beschäftigen hat, um irgendwo hinzukommen, wo man gerne hin möchte. Na, also hinkommen tut man überall, man muss nur eben halt ein bisschen Geduld haben. So ist das nun mal. Gut, Kinders, ja, das soll es erstmal gewesen sein. Kleine Erklärung, Onkel Rocky on Tour ist angekommen hier auf den Bahamas. Das Ganze mit meiner Mom und natürlich auch mit der Kimmy. In diesem Sinne mache ich jetzt hier erstmal einen Cut und melde mich dann später wieder. Vielen Dank, ihr Lieben. Und immer wieder nicht vergessen, einschalten. In diesem Sinne.